In diesem Video haben wir einen Random Icon Pick SBB am Start und das kann einfach nur extrem geil werden. Wir haben uns beide eine Random Icon ausgesucht, haben sie uns noch nicht verraten und werden jetzt gegeneinander ein SBB machen. Was geht ab, Leute? Jenks am Start zu einem weiteren SBB auf diesem Kanal und ich habe richtig Bock. Icon SBB gegen Fabio05. Was geht ab, Bro? Was geht, mein Lieber? Ja, wird sehr, sehr verrückt heute. Icon Mystery Ball könnte auf jeden Fall krachen. Yes, ich habe Bock. Ich habe mir Ori mitgenommen. Mal wieder. Und wen hast du? Den guten Roberto Baggio. Ein 91er Rating, 5 Sterne Skills, hat auch dieses Dribbling Power Trade da. Ist ganz cool. Boah, hast du einen Lanzer mitgenommen, ne? Klare Kiste. Die Leute, die es nicht wissen, Fabio ist Italiener. Ja, hat er seinen Lanzer mitgenommen, hat er schlau gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles SBB. Mystery Ball Icon Pick SBB in diesem EIFC. Habe ich noch nicht gesehen. Deswegen, Leute, Daumen nach oben da lassen. Sehr, sehr cool. Checkt auf jeden Fall bei Fabio das Rematch ab. Und ja, Mystery Ball kann immer knallen, ne? Deswegen, wir haben hier teure Spiele am Start. Wir haben auch teure Teams gebaut. Regeln wie immer, 30 Chemie, mindestens 3 Ligen und höchstens noch eine weitere Icon, eine Hero. Fabio, halt mal direkt rein. Komm. Alles klar, mache ich. Was denkst du denn so? Wie bin ich gegangen? Was hast du dir so gedacht? Ich kann ja theoretisch alles machen, ne? Mit den Franzosen habe ich gedacht. Ich dachte voll auf die Franzosen heute. Na, okay. Mann! Links habe ich Ferran Torres. Also den kannst du auf jeden Fall nicht haben dann. Der ist auch echt undercover, muss man sagen. Ferran Torres 82er. Und rechts ist jetzt die Frage, Bro. Es gibt ja trotzdem ein paar Spieler. Es gibt Dembélé. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ich bin mit Diaby gegangen. Mehr fällt mir auch nicht ein. Ich dachte, du hast jetzt wirklich Dembélé, weil den habe ich aufgeschrieben. Er geht mit Diaby. Ist doch schade. Links? Ja, links ist San Maximinimim. Ja, boah, ich dachte, safe du hast Diaby. Schade sowas. Ehrlich, schade. Wow. Wer fällt denn dir sonst noch auf dem rechten Spiel, Franzose? Cascarino. Ich weiß nicht, wen es da noch so gibt. Ist Cascarino diese Frau, oder? Jo. Die ist auch stark. Die habe ich aber noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie die Karte von da aussieht. Ja. Okay. Ja. Ich halt rein. Cascarino. warum bin ich wohl drauf gekommen? Weil sie bei mir im LF steht. Ja, wie heute Cascarino, da siehst du sie dann auch gleich. Und im LF passend dazu aus dem Season Pass die gute Baltimore. Oh, okay. Macht ja gut. Ich dachte, du gehst mit deinen Landsleuten. Hast du mich enttäuscht? Hast du deine Landsleute enttäuscht? Passt. Gesa Berardi. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenks spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Ah, wir kommen auch schon direkt ins Mittelfeld. Bei mir 2 ZMs und ein 10er. Bei dir 2 ZMs und ein 6er. Ich würde sagen, wir machen es diesmal umgekehrt. Ich halt rein. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, sag ich ehrlich. Okay, ich glaube aber, dein Bauchgefühl würde dich enttäuschen. Ich bin nämlich komplett in die La Liga gegangen. Davon sind 2 Franzosen und ein Spanier. Der Spanier ist Marcos Llorente. Habe ich Untrade am Start und den könnte ich auch reinstellen, wenn sich nicht mein Spiel aufhängen würde. Ja, ich starte mal kurz neu. Eine Ewigkeit später. So, wieder im Spiel angekommen. Marcos Llorente stelle ich rein und daneben 2 Franzosen. Einmal den guten Coq Willian, wenn er so ausgesprochen wird, diese SBC von ihm. Und den ZDM Tchouaméni. Okay. Ja, ich finde, das ist halt krass, was du da für Wege manchmal gehst, ne? Ich bin mit Tonali, Benacer. Ich habe, glaube ich, gesehen, du hast Benacer vorhin gezogen oder nee, so. Ich weiß nicht mehr. Was kommt denn? Oder irgendwie so. Deswegen dachte ich, du baust hier direkt mit ein und Tonali halt wegen Baggio. Und Gioro. Das ist eine Frau, eine Franzosin. Wunderbar, wunderbar. Volles Team ist super. Perfekt gepasst alles. Ha? Junge, es hätte perfekt alles gepasst. Warum machst du das? Nein, du machst dir zu viel Gedanken. Du musst ein bisschen mehr wie ich denken. Weißt du, schön, einfach, simpel und gut. Und deswegen halte ich jetzt rein und snipe dir ganz simpel was raus. Also ich habe 3 Länder mit. Schottland, Brasilien und Spanien. Boah. Da kriegst du Gänsehaut, ne? Aber richtig Gänsehaut. Richtig. Einmal Weir, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. 4-4. Bei Real Madrid scheinbar ist die ganz gut. Ja, keine Ahnung. Weir, 84er Karte. E-E-I-R wird die geschrieben. Weir. Dann habe ich eine Karte, die ist sehr underpriced. Ich sag ehrlich, die kostet nichts. Die hat so gute Stats. Bruno Guimarães. Und rechts bin ich mit einer Barca-Spielerin gegangen. Und die heißt, wenn ich sie mal finden würde, Claudia Bina. Auch gute Stats. Ja, nee, ich bin nur mit Männern gegangen. Nur mit Männern aus der La Liga. Pedri, Gavi, Tchouaméni. Ja, siehst du mal. Auch volles Team auf der Seite. Ihr musst immer ein bisschen leichter wie ich denken. Ne? Nicht immer wie du. Außenverteidiger, Freunde, meine Tipps. Ich halte direkt in die Cam, du kannst gerne reinstellen. Okay, wenn du einen hast, hast du beide. Das ist das Problem. Das sind wieder Frauen. Oh, du nervst mit deinen Frauen, weißt du das? Rolfe? Ja. Und Bronze. Ja. Habe ich in der Liga voll gemacht. Trippier und Kammerwinger, bodenlos. Ja, hast doch. Da musst du mehr wie ich denken, ein bisschen simpler, ich sag's doch.
Das hältst du mir jetzt bis zum Ende dieses SBBs vor, ich merke schon. Ja. Ah, gut, ich mach's ganz simpel. Rechtsverteidiger Carvajal und Linksverteidiger Baldé. Nein! Ich war so, mach denn nicht mit Carvajal, ist so auffällig. Schreibe ich Cancelo auf. Ja, hat der noch Baldé? Bro, wie kann ich das? Krass, Hernandez und Cancelo. Ah, sehr schön, mein Lieber, wunderschön. Ah, nix ist da schön. Jetzt, ich sag ehrlich, Finale? Jetzt entscheidet sich halt, wer den Bochum-Spiel hat. Wir kommen zum Finale und ich bin mir sehr sicher, dass ich ein volles Team habe. Fabio, halt deine Tafel rein, damit wir das Ganze schnell und knackig hinter uns bringen. Mach ich. Ich bin mir nämlich sicher, dass du nicht in die Serie A gegangen bist. Serie A? Was denn das jetzt? Lucio Hero? Dann Damian als Road to the Knockouts von Inter und im Kasten Jan. Heißt der Niklas mit zweiten Namen? Nee, Jan Sommer. Das ist natürlich Quatsch. Ich bin Frankreich, Premier League gegangen, Saliba, Varane, Lloris. Ja, musste leichter denken. Nicht so kompliziert. Ich glaube, du hast jetzt auch schön leicht gedacht, mein Lieber. Weil, wenn du leicht gedacht hast, hat es dir nichts gebracht. Ich bin nämlich in die Bundesliga gegangen mit Bonucci Road to the Final oder Road to the Knockout, dann Silidilla Road to the Knockout und im Kasten kann ich eigentlich so gut wie alles machen. Ich glaube, ich mache einfach mal Jan Oblak. Alter, heilige Scheiße. Beide mit Fullteam. Ja, geil. Stehen viele Coins aufs Spiel. Allein mein Team ist über 3 Millionen Münzen wert. Viel Spaß. Kalulu Tomori, mein Jan. Ab ins Mystery Boy. Beide mit Fullteam. Geil. Pay to Win Express. Zeig mal deinen Pay to Win Express. Oblak. Boah, geil mit den Farben. Geil, geil. Sehr schönes, buntes Team. Scarino, die ist so pene, die ist so asozial. Und so günstig. 4K nur. Ich bin gespannt. Ah, ich habe Lucio hinten drin. Ich sag ehrlich, der ist top. Womit schießen die es drin? Ah, direkt mal einen schönen Steilpass. Ja, nee, Lucio ist da. Aber Cascarino ist auch da. Und da ist Kupilon. Nee. Und der aber Borsch. Ist Wie hält der denn? Was für ein Sommer. Was ist das denn? So. Und durch. Und bam, Junge, wichtig. Oh, ich brauche keinen Schießenboost. Den braucht er nicht. In die Mitte. Über Cascarino. Cascarino. Oh, was sehe ich? Ist das frech. Nein, und dann sowas. Das ist ja Abzocke. Das ist ja wirklich Abzocke, du. Ach, die Keeper sind so schlecht. Die Keeper sind so schlecht. Das ist so schlimm. Eine Ballrolle und die sind immer Knockout. Ah, nee, ich werde 2-0. Bam, Junge! Boah, 4-0. Das Ding ist, bei Mystery Ball darf man sich nicht zu früh freuen. Oh. 4-0 ist easy. Es kommen ja noch diese mal 3-Dinger. 4-0 ist schon eine Ansage. Warum ist das auch mal 1? Das lohnt sich halt auch. Oh mein Gott. Mach aber dann noch kein Tor. Das ist halt krass. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr schade. Boah, das ist der eigene Stall. Sind die dann so präzise, dass sie trotzdem reingehen, oder war das gerade einfach Luck? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, dass sie einfach sehr präzise sind dann. Ich habe immer das Gefühl, dass der Schussbus nur bei Powershots krass ist. Ah, Dribbling-Boost. Dribbling-Boost, super Sache eigentlich. Ey, das ist doch echt verrückt, der hält alles jetzt auf einmal, oder was? Nicht, Oblak hält nix. Hallo, ich will auf Damian. Nein. Nein, Roberto Baggio! Ich bin so fett, das ist so krass. Oh, das bist du. Oh, jetzt Roberto Baggio. Oh, mal einen rein. Baggio, ja. Und so schieße ich dann. Natürlich auch mal eins nur. Super. Ja, gib mir den erstmal. Ich weiß ja auch nicht, ob der mehr verdient hätte, das Tor. Coquillon? Ah, macht der mal jetzt nicht so super. Okay, dachte ich, wäre ich wieder Cascarino, bitte. Cascarino, sehr schön. Mit der Pike auch noch, ne? Boah, mit Taschpi-Boost ein Anschlussbug? Nein! Der Anschlussbug, das zählt nicht! Ja. Nein! Ja. Das ist ja so bodenlos! Nein! Ja, sehr schön! Nein! Ja. Nein! Die kommen aber aus dem Taschpi-Pässe! Ja, das meine ich mit 4-0 hätte nichts ausgesagt. Hättest du den jetzt reingemacht, hättest du geführt. Deswegen, das sagt gar nichts aus. Aber zum Glück habe ich ihn gemacht. Henri so gut. Chouameni, sehr schön. Und jetzt mal Roberto Baggio. Salz. Oh, sehe ich rot in Hamburg. Da sehe ich rot in Hamburg. Ah, Lucio mal rausholen da hinten, du. Na gut. Das ist wunderschön. Da würde ich aber auch nichts mehr sagen jetzt. Hä, doch voll den Ball getroffen. Unfair.
Ja, dafür ist dann Lucifer im Discard nicht dabei, oder? Nein. Und sowas. Wie? Hä? Er ist da jetzt runtergeflogen. Das heißt, er ist gleich mit dem Team. Oder? Hey. Ist doch so, oder? Ja, das war Tor gerade. Du legst mich ab. Hättest mich nicht abgelenkt. Ist das nicht so? Das... Nein, natürlich muss er auch mit discardet werden. Warum? Weil das die Regel ist. Ich jank dir jetzt erstmal noch einen da hinten, mein Lieber. Na, schön eingejankt. Nein, das zählt nicht. Doch. Achso, ist ja gar nicht lückenhaft. Ja. Ist okay. Aha, super. War abseits, hab ich. Hab ich abseits gesehen. Ja, hab ich nicht gesehen, du. Ja. No. Nein. Was? Ey. Ey. Nein, das zählt nicht. Ah, nein. Oh, ich dachte, er geht rein. Bitte. Diaby. Die Scheißkeeper sind so schlecht. Ja. Oh mein Gott. Oh, aber einmal drei boosten, das könnte over sein, sag ich jetzt ehrlich. Jetzt sollen alle boosten mal drei. Das Mann, ich hab ja sowieso schon einen Discard, das ist kacke. Tempo boost mal eins, das ist halt Quatsch. Oh. Mit der Auflage, nein! Oh, dann noch mit der Hacke. Ach Mann. Jetzt bin ich erstmal safe. Jetzt kann ich auch mal drei Dinge kassieren. Dann stelle ich mich einfach danach in die Eckfahne oder so. Oh. Ey! Oh, Alter. Boah, der ist fast reingegangen, ne? Mhm. Oh nee. Oh nee. Oh nee, Jenk. Klappt das? Nein, nein, nein. Nein! Klappt das? Boah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und da sind wir bei 7 Discard. Eieiei. Das ist ein Boah. Das hat einfach Lapp, Bro, wie viel kmh waren das? Nein. Und wie wird da nicht abgefälscht? 117 kmh ist das doll. Bonucci, wichtig! So knallt er in den Winkel und so. Baggio. Baggio. Okay. Baggio. Ja, ist okay. Und jetzt kommt's noch, oder was? Jetzt scheppert noch ein Hamburg. Da gibt's halt einen Anschlussbug. Nein, das ist zu krass. Ich kann das nicht mehr mit dir. Und der scheiß Greedy hinterher. Diese Anstoßbugs. Diese Anstoßbugs sind zu teuer. Ey, wie geil, ohne Witz. Und gönn doch den einen Angriff, bitte! Gönn doch! Nicht abfalten! Weg damit! Nein! Nur nicht abfalten! Nein! 5 Discards für Fabio. Alter, 5 ist auch schon doll. Du hast Maggio und so. Ein für mich. Ja, ein für mich. Ich hab Henri und Lucio, Junge. Wisst ihr, wie hart das ist? Junge, wir sehen uns beim Discarden, so unnötig. Ich bin hier beim Fan-Treffen und hier will ein kleiner Zuschauer von mir was sagen. Hör auf mit deinem scheiß Anschlussbug. Ehrlich, Anschluss machen soll er, ne? Ja. Ohne Anschlussbug hab ich gesagt. Du hast noch beigeholt. Ja. Warum der scheiß Anschlusspark? So geil. Fabio, du hast dir einen Discard ergaunert und ich habe mir 5 Discards erarbeitet. Würde ich nie so unterschreiben, aber ich bin am Zittern. Okay, willst du deinen Discard dann zuerst machen? Nein, nein, so läuft das nicht, Cenk. Du machst deine 5 und dann mache ich meine einen. Oh, das ist toll. Ich habe Angst um Mario Lucio. Lass Shang 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 machen, wer anfängt. Ja, okay. Okay, bis 1. Ohne verarschen. Du verarsch mich ohne eher. Lügen. Ohne okay. Lügen. Ohne Lügen. Nein, ehrlich, ohne Lügen. Du machst eh mit Lügen. Nein, du machst auch mit Lügen. Nein. Doch, du hast letztens richtig gecheatet die ganze Zeit. Okay, ohne Lügen. Ohne. Ohne. Ehrlich, sonst ehrenlos. Sonst ehrenlos. Okay. Shang, Shang, Shang. Hast du? Papier. Ah, Stein. Mann. Da war okay. Los. Ich fange an mit deinem mittleren Stürmer. Mach's bisschen, ich nehme jetzt nicht so alle auf einmal, ich nehme mal ein bisschen spannender. Dann machen wir deinen Linksverteidiger, deinen ZDM, deinen rechten Innenverteidiger und zu guter Letzt die goldene Position, der Torwart. Ja, oh, ruhig. Ich sag oh, mal, ruhig. Es ist kein Baggio, aber... bockt dich trotzdem nicht. Es ist einmal Tchouameni, Cascarino, Carvajal und dann hast du dieses Special Card von Baltimore aus dem Season Pass. Geil! Und Bonucci Road to the Knockout. Das ist big. Das ist. Warum freue ich mich überhaupt? Du bist immer noch am Discarden. Ja, das wird jetzt lustig. Du hast welche Forma, wenn ich nochmal fragen darf? 4-3-3, die vierte. Mit ZOM ist das, ne? Ja. Das wäre natürlich auch eine interessante Position.
du hast bei mir auch so sehr viel Mittige genommen, aber vielleicht ist es auch genau so, dass du mich eher auf die Außen locken willst. Ein Discard. Ich habe sogar eine Idee, Cenk, ne? Jo. Du hast Thema. Eben was von einer goldenen Position geredet. Erinnerst du dich noch? Jo. Ich glaube, diese goldene Position nehme ich auch bei dir. Den Torwart. Nimmst du Torwart? Jo. Ja. Ey, warum bringst du mich so zum Zittern? Oh mein Gott, ich hatte gerade so Angst. ZOM, sagt er. Ori stand da, 2 Millionen Münzen. Oh mein Gott, du hast Bronze getroffen. Also Was redest du? Diese 87er-Karte, die discard ich einfach. Heilige, oh mein Gott. Ach Mann. Alter, davon muss ich mich erstmal erholen, das war gerade hart. Also für mich, also 87er Bronze ist weg, habe ich discardet, du machst kurz deine SBC, ja. Das war ja gerade geisteskrank. So Freunde, SBC ist fertig, ja, die 5 Leute gehen hier rutschen. Ach, wenigstens kein Baggio, aber tut halt trotzdem ein bisschen weh. Ich schicke den Laden ab, bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und ja, hab nicht mehr viel zu sagen. Ach, Mystery Ball knallt immer rein, 5 Discards, tut mir auf jeden Fall leid, Fabio. Hast du abgeschickt, ne? Jo. Ja, Leute, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Ganz wichtig, jetzt zu Fabio rübergehen, das Rematch anglotzen. Auch cool geworden. Und wir sehen uns dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.